Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Victoria 2 mit Belgien. Wir machen weiter in unserem, ja, großen Doppelkrieg, in dem wir uns befinden, gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. Eigentlich gezwungenermaßen, es war kein Angriffskrieg. Wir wurden da irgendwie reingerufen und haben den Ruf akzeptiert. Wir belagern gerade große Gebiete Deutschlands, und aber eigentlich ist Österreich noch das größere Problem wegen dem Niederlandekrieg. Wobei leider, es ist leider keiner der beiden Kriege ist ein großer Krieg, sodass wir nichts für wenig Infamie fordern können. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter und schauen, was passiert. Erstmal alles schön durchbelagern. Madagaskar Rebellen, ist nicht so schlimm. Stimmt, ich habe ja die Steuern runtergestellt. Meine Verwaltung kostet mittlerweile 1300, wirklich? Die stelle ich mal runter. Kann ich mir ja richtig Geld sparen. Ich meine, ich habe 38 Millionen auf der hohen Kante. Die Deutschen starten mal wieder einen Angriff. Das hasse ich. Wenn ich auf die Schlacht gehe, dass dann die Zeit weiterläuft. Ja, ich habe halt Gas ver... Nee. Hä? Die Deutschen sind die Angreifer, aber ich habe den Gasangriff. Oh mein Gott, die Deutschen haben noch kein Gas. Das ist natürlich bitter. Ich habe halt keinen Verteidiger, aber ich habe halt Gas. Der Anführer hat Stufe 4. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Schlacht an, wie die läuft. Wie viel jeweils beide... Ja, die verlieren halt doppelt so viel. Wegen dem Gas. Mensch, Deutschland. Das hätte ich mir jetzt mal besser überlegt, bevor ihr mich hier angreift. Wenn da oben besetzt ist, schicke ich Verstärkung rein. Habe ich zufällig hier einen Verteidiger? Plus 2. Ui, plus 3, jawohl. Weil die Schlacht ist natürlich nicht so schön, so zu kämpfen. Niederlande wollen Frieden. Kann ich denn... Ja gut, die wollen jetzt halt wahrscheinlich einen weißen Frieden, ne? Was sind jetzt die großen Kriege? Osmanische Befreiung von Bosnien. Das heißt, die Osmanen wollen Bosnien befreien. Die Osmanen, sind die wieder in unserer Einflusssphäre? Ja, ich glaube schon. 112 Brigaden haben die mittlerweile. Gut, die Österreicher haben mehr, okay. Meine Überlegung war, ob ich halt von den Niederländern endlich das fordern kann, was ich möchte. Aber das würde uns halt 10 Infamie kosten. Und ich kann eh noch kein Kriegsziel hinzufügen, weil mal wieder unser Hurra-Patriotismus so niedrig ist. Ich lehne jetzt den Weißen Frieden fürs erste Mal ab. Im Süden werde ich noch nicht angegriffen. Die Briten helfen. Ah, ich habe hier überall noch Rebellen, Rebellensuche aktiviert. Das soll natürlich nicht so sein. Wir marschieren mal hier weiter und ich werde gleich mich mit der Armee zurückziehen. Dann kann der Verteidiger weiter kämpfen. Ah, wir haben die Schlacht von Münster aber auch so schon gewonnen. Die ziehen sich zurück. Dann gehe ich da gleich hinterher, weil ich habe ja Angriff Stufe 3 mit dem hier. Louis Corvin. Der ist ziemlich stark. Ja, wir haben jetzt halt hier Gasangriff und Angriff Stufe 3. Also wir vernichten die gerade in dieser Schlacht. Das war nicht so clever von den Deutschen. Das war nicht so clever. So, ihr könnt euch mal hier ein bisschen ins Heimatgebiet zurückziehen. Ihr habt gut gekämpft. Ich werde hier einfach mal alles weiter belagern an der Grenze. Hierhin, hierhin, hierhin. So. Eine weitere Schlacht gewonnen. Und wie gesagt, die Österreicher fehlen noch. Wartet mal, sind die Schweizer mit uns im Krieg? Ich glaube schon, nämlich. Auf deutscher Seite. Die Schweizer Armee darf man nämlich nicht unterschätzen. Da sollten wir mal... Oh, die haben sogar schon die guten Panzerungen, die guten Verteidigungsanlagen, wie wir auch. Ach, schau an, die Deutschen wollen wieder angreifen. Trauen sie sich das? Wahrlich, wahrlich. Okay, Großwildjagd. Alle Bevölkerung in Mosambik würde Militanz verlieren. Ja, lieber Militanz verlieren. Wir sind immer noch Rang 1 bei Prestige. Männer für die Kolonien. Oh, Bevölkerungswachstum ist erhöht. Assimilierungsrate, Lebensstandard ist erhöht und Attraktivität für Einwanderer. Oder in Gelderland Bevölkerungswachstum. Aha, Sudan. Sudan ist, glaube ich, auch gar nicht so klein. Und Sudan, das würde halt länger gehen. In Gelderland, das wären nur 5 Jahre. Wir unterstützen jetzt mal die Idee der Kolonien. Soziale Verstimmung haben wir erforscht.
Oh, wo wollten wir denn noch weitermachen? Ich glaube, die Verhaltensforschung. Oder machen wir mal die Steuereffizienz. Die Steuereffizienz. So, die Schweizer werden wohl Straßburg wieder zurückholen. Oder wir greifen mit dem Zweier an. Das können wir auch machen. Bis dahin haben wir auch bestimmt wieder eine Armee frei, die da unterstützen kann. Wie läuft die Schlacht? Ah, wir haben auch den Gasangriff, aber minus 5. Wieso haben denn die bitte Eingrabung minus 5? Minus 4. So. Komm mal hier dazu. Wobei, ich greife vielleicht erstmal die Deutschen an. Genau, die Deutschen haben wir jetzt hier auch besiegt. Beziehungsweise verfolgen wir mal die Deutschen da und schicken hier noch Truppen rein. Schlacht von Straßburg gewonnen. Ziehen sich hier zurück. Perfekt. Liberales Gremium fordert Reformen. Oh, alle Bevölkerung. Oh Gott, bis zu 45 Liberale im Oberhaus. Oh je, unschön. Na gut, dann sei es so. Schlacht von Fulda gewonnen. Marschieren wir hier mal nach Stuttgart. Was ist denn das hier? Import-Subwitz-Industrie. Erlaubt. Oh, Synthese-Ölfabrik und aktiviert Öl. Können wir da jetzt was bauen? Und wenn ja. Synthese. Okay. Verstehe ich das richtig? Aus Kohle wird dann Syntheseöl gemacht. Das ist ja höchst interessant. Da bauen wir mal in Gelderland direkt. Und im Rheinland bauen wir sowas auch. Wenn das erforscht ist. Und in Trans. Naja, machen wir erstmal zwei Stück und schauen, wie das läuft. So. Die Russen im Osten. Ich denke, ich werde jetzt mal meine Armeen ein bisschen nach Süden verlagern. Dass wir uns gegen die Schweiz richten. Es wurde Frieden geschlossen. Was für ein Friede wurde denn geschlossen? Deutschland akzeptiert das Friedensangebot von Großbritannien. Kann Provinz Wielkopolski erobern. Ja, die Russen haben jetzt das wieder erobert. Schade. Ja, und wir haben die ganze Arbeit geleistet sozusagen. Aber wie kommen wir jetzt nach Österreich? Schwierig, nicht wahr? Was passiert denn, wenn ich jetzt mit der Armee nach Italien marschiere? Kriege ich die wieder voll oder muss ich ins Heimatgebiet? Nee. Ah, perfekt. So. Schicken wir mal ein paar Truppen gegen die Österreicher. Ein paar ziehe ich in die Heimat. Ups. So, hier Mailand. Wie gesagt, vielleicht können wir von dem Krieg trotzdem noch endlich was rausschlagen. Angriff plus 2, das ist in Ordnung. Stimmt, hier oben habe ich ja auch noch jemanden. Ah, die Briten kämpfen hier gegen die Österreicher. Ja, die Niederländer wollen immer weiter Frieden. Kann ich denn da. Das Problem ist, das würde mir. Ah, zu viel Infamie kosten immer noch. Und ich kann aber eh nichts hinzufügen. Wobei unser Hurra-Patriotismus, der steigt schon grundsätzlich. Kriegen eigentlich. Oh Gott, der ganze Balkan ist von den Österreichern besetzt. Der Krieg wird sich eh dann noch ein bisschen länger hinziehen. Kann ich hier eigentlich irgendwo noch dazu marschieren? Nee, und ich werde wahrscheinlich auch, indem ich die Deutschen wieder hassen, keinen Militärzugang bekommen. Minus 30. Aber die Beziehungen verbessern, das könnte helfen. Das ist bei Frankreich ähnlich. Oh, minus 140. Da haben wir ja bei den Deutschen bessere Chancen durchzumarschieren. Hier mal noch die Force ausbauen. Ist mir gerade aufgefallen. Was ist denn hier los? Oh, die Österreicher schicken ordentlich Truppen. Wir haben aber immer noch Gas und die Österreicher haben kein Gas. Ja. Gut. Ah, wir haben hier nur einen Angreifer. Oh Gott, wir haben hier lauter Angreifer, aber keine Verteidiger hier im Süden dabei.
Das war natürlich taktisch ein bisschen überhastet unklug gemacht. Hier haben wir noch einen Verteidiger. Breche ich die ab und ziehe da runter? Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Wie läuft die? Wir haben trotzdem halt Gas, deswegen ist es nicht so schlimm. Na, die werden jetzt aber hier mehr reinschicken. In die Schlachten. Ich muss die Beziehungen hier verbessern, dass wir Militärzugang bekommen. Wann ist denn das wieder möglich? Am 29. So, da warte ich mal kurz drauf. So, Beziehungen verbessern. Genau, jetzt habe ich hier die Truppen. Hier wird es ein bisschen knapp. Teilen wir mal die Armee auf. Und schicken hier noch Verstärkungstruppen rein. Weil hier auch die richtig viel verlieren wegen dem Gas. Schlacht von Verona plus 14. Krass, Leute. Schicken wir den mal nach Treviso hinterher. Oh, wir verlieren Militanz, sehr schön. Ah, jetzt habe ich da natürlich... Doch, wir haben einen Zweier-Angreifer, perfekt. Die Schlacht können wir auf jeden Fall führen. Da unten haben wir die Schlacht vollständig gewonnen, weil wir den Rückzug... Nee, die hätten noch über Venedig fliehen können. Das weiß ich jetzt nicht, wieso sie das nicht gemacht haben. Ich schicke hier nochmal ein bisschen Verstärkung mit. Ah, jetzt greifen die mich natürlich da unten wieder an, wo ich schwach bin. Und auch ziemlich schnell ziemlich viel verliere. Machen wir Split. Schicken den mal da rein. Komm, schneller, schneller. So, perfekt. Wie läuft die Schlacht? Wir haben jetzt unseren 1er Verteidiger, perfekt. Der Angriff hier läuft auch sehr gut. Militärzugang, das wird wieder dauern. Ah, die Osmanen haben mal eine große Armee geschickt. Und die Briten sind auch gelandet. Ja, hervorragend. Jetzt kommt, ja, leider Österreich, mit dem wir ja so verbündet sind. Wir wollen euch ja eigentlich nicht vernichten oder total schwächen. Aber ich will den Krieg halt noch so lange hinauszögern, bis ich vielleicht doch noch endlich Friesland bekommen kann. Was ich so lange schon immer haben wollte. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich sinnvoller ist, schnell Frieden zu schließen, um wieder einen Krieg gegen Frankreich und Deutschland zu führen und dann auf einen großen Krieg zu hoffen. Aber irgendwie hänge ich an Friesland. Muss ich einfach mal gestehen. So, die werden jetzt wahrscheinlich hier unten rein marschieren. Wahlkampf in Belgien beginnt. Die Österreicher schicken ein Friedensangebot. Schlacht von Trent haben wir gewonnen. Können wir bei den Österreichern noch irgendwas hinzufügen? Nein, es geht noch nicht. Es bleibt auch bei 5,9% der Hurra-Patriotismus. Deswegen ist das leider noch nicht möglich. Nee, da müssen wir tatsächlich erst nochmal warten. Ah ja, die haben hier mit den Briten einige Schlachten am Laufen. Die Schlacht hier unten sollten wir gewinnen, wenn ich mich nicht völlig täusche. Das läuft auf jeden Fall gut. Ui, hier haben sie... Oh Gott, wir haben hier keinen Befehlshaber. Das müssen wir jetzt gleich ändern. Sobald hier Mailand besetzt ist, werde ich da hochmarschieren. So. Zack, und sie haben es verloren. Und wir marschieren nach Bozen. Ja, hier unten halten wir uns auch noch gut. Perfekt. Und das mit weniger Truppen. Oh, Beziehungen verbessern. So. Die Sache ist, das Schöne ist, wir sind der Kriegsführer. Das heißt, wir können hier in aller Ruhe bestimmen, wann wir den Frieden machen wollen. Hier haben wir wieder das mit den Rebellen. Holen wir uns mal Venedig. Wir haben die Schlacht unten gewonnen. Sahara verliert. Bevölkerung. Nein, stopp. Wir haben einen 2er Verteidiger hier. Das ist ja hervorragend. Ich brauche nur frische Truppen. Dann schicke ich euch doch mal noch dazu. Was haben wir hier? Wir sind für den Moralismus.
So, die Schlacht hier. Die Österreicher verlieren 4000 und wir 200. Das ist ja krass. Sie haben sich aus Treviso zurückgezogen. Nach Linz. Haben wir den Angreifer? Oh ja, Angreifer. Marschieren wir doch hinterher. Führen hier noch eine Schlacht. Jetzt haben wir hier jetzt sogar Nationalisten. Gut, dass ich meine Armeen hier in der Hinterhand noch habe. Das ist doch mal gut. Die Beziehungen werden weiter verbessert. Ja, Österreich will nach wie vor. So, warte mal. Aber wir können ja natürlich nach wie vor auch keinen Kriegsziel hin. Wäre das noch besser? Ah, nee. Hurra-Patriotismus wird leider schlimmer, liebe Zuschauer. Deswegen werden wir wohl kein Kriegsziel hinzufügen können. Nee, dann mache ich jetzt lieber unseren Frieden für die Osmanen. Das ist das Sinnvollste, was wir tun können. Also, Frieden vorschlagen, kein Provinz in Bosnien wieder abgeben. Ja, machen wir. So, großzügiges Friedensangebot. Damit haben die Osmanen wieder profitiert. Wir müssen aufpassen. Ja, das sind die Österreicher natürlich nach wie vor. Da werden wir jetzt als erstes mal Botschafter ausweisen, Österreich. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Die USA sind uns mit den Punkten dicht auf den Fersen, sehe ich gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der Rest ist auf neutral hier. Spanien. Oh ja, Botschafter ausweisen. Italien, bitte. Dankeschön. Habe ich die Spanier auch unter Kontrolle? Schweden. Sind auch die Italiener auch vertraut? Diese Italiener? Werden wir mal ein bisschen mehr investieren. Brasilien. Ja, da haben wir zwei auch vertraut. Expedition kehrt mit leeren Händen zurück. Das machen wir nochmal. Das kriegt ihr besser hin, Leute. So. Ihr kommt mal hier in die Heimat. Zieht euch zurück. Kaiserslautern, bitte. So. Jawohl. Gut, das heißt, jetzt kann natürlich auch die Infamie wieder schneller sinken. Das heißt, unser Plan kann dann trotzdem nach wie vor bleiben, irgendwie entweder Deutschland oder Frankreich anzugreifen. Nein, nicht alle. Nur die große Armee soll da weg, bitte. Ich habe irgendwie meine Armeen hier vertauscht. Nee, wo kommen denn die hin? Die hier gehören... Na, das sind aber auch ein bisschen wenig Infanteristen dabei. Hä? Da habe ich aber auch viel Artillerie. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Allgemein, ach ja, klar habe ich so viel Artillerie, weil natürlich teilweise Artillerie hier. So, die müssen wir wieder einzeln stellen. Die ist ja für unsere Verstärkungstruppen gedacht. Die Artillerie dort. Genau. Ja, jetzt passt wieder alles. Hervorragend. Es passt, wir machen viel Geld, es läuft, Hurra-Patriotismus, ja jetzt, wow, jetzt kommt mal Hurra-Patriotismus, das hätten wir vorher schon brauchen können. Naja, egal. Steuereffizienz ist unser, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal als nächstes noch, schauen wir mal, gibt es noch irgendwas anderes? Nö, Verhaltensforschung würde ich sagen, Verstärkungsrate hört sich immer gut an. Persien sind Rebellen. Naja, 2000. Das ist kein Problem. Wie sieht es mit unseren Kolonialarmeen aus? Die stehen auch hervorragend. Wir haben vor allem viele Kolonialarmeen. Vielleicht werde ich mal wieder eine Armee in die Heimat schicken. Eigentlich müssten noch hier zwei große Armeen ausreichen. Ich werde mal wieder hier ein bisschen was in die Heimat schicken. Beziehungsweise abholen. So. Die wollen echt nicht locker lassen. Die Serben wollen auch... Ah ja, die Deutschen haben die schon auch vertraut. Die Österreicher ebenfalls. Nee, wir lassen Serbien mal. Sollen die Österreicher Serbien haben? Polnische Nationalisten. So. In Russland kann man ja nach wie vor nicht investieren. Nur weil die sind zu groß.
Die Franzosen haben mal wieder eine gewisse Armee hier stehen, aber wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, nee, 16, die sind immer noch so schwach, die Franzosen. Die Deutschen, 5, die sind alle, ich weiß auch nicht, die kriegen das jetzt nicht mehr hin. Wahrscheinlich liegt das eher am Markt, oder? Dass die Güter nicht für Nachschubtruppen bekommen, oder sie sind einfach nicht schnell genug. Wir sind die Ersten am Südpol. Ja, hervorragend. Unsere glorreichen Forscher haben als Erste eine Flagge am Südpol gehisst und unser großartiges Land dadurch viel Ruhm und Prestige beschert. 125 Prestige, ja, sehr gut. Das sollte uns mal wieder ein bisschen abhängen. Von den USA, die auch wieder auf Rang 3 schielten. Das gefällt mir jetzt. Das gefällt mir sogar sehr gut. So. Die flämischen Nationalisten haben wir bekämpft. Genau, wir könnten mal wieder ein bisschen Truppen noch bauen in Afrika. Und einen Panzer dazu. Hier noch ein bisschen Artillerie dazu. Und Infanterie in Europa. So. Gefällt mir das. Und wir beschleunigen mal ein bisschen. Die Wahlen wurden beendet und mal wieder die Liberalen an der Macht. Das System macht irgendwie auch nicht so viel Sinn, dass dann der König wirklich alles so steuern kann. So, wollen wir hier noch was abändern? Arbeitsschutz, guter Mindestlohn. Wir könnten noch den Arbeitsschutz machen. Das würde die Fabrikkosten um 50% erhöhen. Okay. Fabrikdurchsatz wäre geringer. Mindestlohn. Mindestlohn, aber das wollen nicht so viele. Oh, 18% möchten universal. Alle dürfen wählen. Jedermann darf wählen, aber die Stimmen reicher Männer zählen mehr. Ja gut, aber wenn doch wir eh immer die Regierungspartei nennen dürfen, dann dürften die doch eigentlich wählen, wen die wollen, oder? Verstehe ich das richtig? Weil ich glaube, das wollen 18% der Bevölkerung. Das ist ein Riesenanteil. Deswegen würde ich das tatsächlich dann jetzt einfach machen. Und geheime Wahl könnte man natürlich auch noch machen, aber universal. Dann haben zwar jetzt die Oberschicht nicht mehr so viel Macht, aber die Attraktivität steigt auch für Einwanderer. Wir machen das jetzt. Universal. So. Hier wird wieder alles unterstützt, beziehungsweise sogar mal... Gibt es hier nicht irgendwie... Ich versuche die ganze Zeit mit... Ah, doch, mit Shift können wir Sachen, aber nicht alles ausbauen. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht ganz, was dann durch Shift ausgebaut wird und was nicht. Ach, vielleicht... Nee, aber jetzt habe ich überlegt, alles von derselben Art, aber das geht auch wieder nicht. Ich baue einfach mal wieder jede Fabrik aus. So. Hier geht's weiter. Gelderland in Flandern. Kommen die ja kaum hinter, also her mit neuen Leuten. Öl werden wir jetzt ja bald selbst produzieren. Hervorragend. Wir machen so viel Geld durch Flugzeuge und Autos, Leute. Flugzeuge und Autos. Und wir sind nicht mal irgendwie wahrscheinlich unter den Top 5, oder? Wir schauen gleich mal nach. Wo wir auf der Welt sind. Handel. Bei den Panzern oder Geschützrohren sind wir Platz 1 als Einzige aktuell. Und bei den Automobilen sind wir sogar Rang 3 auf der Welt. Vor uns noch die Briten und die Deutschen sogar. Interessant. Ja, gut, der deutsche Automobilbau. Wo sind die Flugzeuge? Radio gibt es jetzt auch schon. Was? Schweiz, Krakau? Wieso haben wir keine Radios? Radios. Und wo sehe ich die Flugzeuge, Leute? Ach, hier unten. Platz 1 mit Flugzeugen. Sehr gut. Ist das irgendeine Erfindung, die wir noch nicht haben? Die Radios? Oder irgendwas, was ich vergessen habe, was wir noch nicht gebaut haben? Wir haben ja eine Elektroteilefabrik. Nö. Nichts Neues. Nichts Neues. So, mit wem... Das Problem ist jetzt, die Deutschen und die Franzosen sind mit niemandem verbündet. Wahrscheinlich will auch keiner die als Verbündete haben. Deswegen wird es dann da natürlich zu keinem großen Krieg kommen, außer jemand mischt sich auf deren Seite auch als Großmacht noch ein. Meteoriteneinschlag in
Tunguska im russischen Zarenreich und Botschafter beleidigt. Toll, ein Erniedrigungskriegsgrund. Dieser Erniedrigungskriegsgrund von mir aus gegen Deutschland oder Frankreich, den hätte ich jetzt fast verwendet, aber nicht gegen Japan. Gegen Japan ist das so unnötig. Wartet mal, die sind mit Österreich und Spanien verbündet, die Niederländer. Oh, ein Kolonialzwischenfall. Ach Gott, gegen Burma. Wo ist denn Burma? Gegen Frankreich oder so wäre das jetzt super gewesen. Burma. Wartet mal, das finden wir schon, weil sowas muss man natürlich nutzen, wenn es irgendwie geht. Burma. Ah, Burma. In der Einflusssphäre von Japan. Tja. Ich glaube, wir haben nur ein halbes Jahr dann Zeit, den Krieg zu erklären, richtig? Dezember 10, ja, halbes Jahr. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob die Japaner dann intervenieren würden. Wie stark ist denn deren Flotte? 14 Schiffe? Ja, da können wir mithalten. Da können wir sogar sehr gut mithalten. Wir machen das jetzt mal. Ich habe jetzt, sagen wir mal, bis November Zeit, den Krieg zu erklären. Wo bleibt meine Flotte? Ist die hier schon irgendwo? Ja, da ist sie doch. So. Wir können noch 9 Einheiten mitnehmen. Wie viel habe ich hier? Ah, eine zu viel. Ist nicht so schlimm. Dann haben wir eigentlich schon unsere Flotte sogar hier fast bereitstehend. Juli. Wie gesagt, bis November. Dann muss ich den Krieg erklären. Öl! Leute, wir haben ein Team. Wartet mal. Timimon. Wo ist denn das? Timimon. Das ist das, was ich erzählt hatte beim Kolonisieren. Das ist diese Provinz in der Wüste, wo leider nur sehr wenige Leute leben. Aber immerhin haben wir trotzdem Öl. Es ist zwar verschwindend gering, aber wir haben es. Und uns kann es keiner wegnehmen. So. Bleibt denn die. Ah, diese Flotte ist halt wegen den Panzerschiffen, glaube ich, so extrem lahm. Der Aufstand der Massen. Okay. August haben wir schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt war, wenn ich jetzt schon Truppen da in meine Flotte packe. Ich würde gern einen sehr guten Befehlshaber haben. Ist das. Wäre das. Wäre dies möglich? Ich lasse mal eine Panzereinheit hier. So, mein Freund. Und wir nehmen mal jemand Besseren, bitte. Gibt es hier noch jemand Besseren? Hm. Sieht mir nicht danach aus. Ich hätte gerne jemanden, der Angriff und Verteidigung gut kann. Vielleicht muss ich den aus Europa einsetzen. Ja, sieht mir danach aus. Sieht mir danach aus. Ja, da ist niemand. Gut, dann gehen wir schnell nach Europa. Wir haben noch hier irgendeinen 3-3-3er gehabt. Das war er hier. Louis Corbin. Hier unten war doch auch irgendwie ein Verteidiger Stufe 2 oder so. Ja. So, das heißt Louis Corbin. Dieser Name müsste doch frei sein jetzt. Jetzt müsste ich ihn nur noch finden. Oder ist er jetzt woanders gelandet? Oh, Cover. Da. Unerbitterlich. So, in die Flotte. Und an die Küste. August, September, Oktober. Ja, wir haben sogar noch Zeit. Vielleicht reicht die Zeit fast perfekt, bis wir da rüberfahren und dann dort landen können. Wie gesagt, keine Ahnung, wie die Japaner da reagieren. Ja, Japan haben eine, glaube ich, ganz große Armee. Luxemburg ist kollabiert, keine Wahlen, nur Regierungspartei. Dann können wir die doch in unsere Sphäre aufnehmen, oder? Ein bisschen was investieren. Ups, alle bitte. So, in Schweden. Meinung senken von Italien. Osmanisches Reich, Meinung senken von Österreich-Ungarn. Portugal, die Briten. So,
Gut, jetzt kommen wir nochmal hier zurück. Wir warten. Ah, die ist schon da. So, wir könnten jetzt den Krieg erklären tatsächlich. Schauen wir nochmal kurz. Ja, Platz in der Sonne. Aber nur Tibet. Kolonie Tibet erobern. Japan. Oh mein Gott, die sind mit dem Chinesischen Reich verbündet. Seit wann denn das? Das habe ich gar nicht bemerkt. Und Tibet, was ist das für eine Region? Wieso kann ich nicht Pegu erobern? Wieso ausgerechnet Tibet? Das ist hier oben. Das ist hier fast die gesamte Region. Oh, da leben sogar gar nicht so wenige Leute. Ach du Schande. Aber China, wie stark ist China? Da das Chinesische Reich. Ah, die sind ja schwach. 7 Brigaden. Okay. Japan 177. Ja, gut. Da ist halt die Frage, wie schnell die Truppen irgendwie schicken. Da müsste ich halt dann Nachschub schicken, nicht wahr? Aber ich habe ja hier zum Glück in den Kolonien noch ein bisschen was an Nachschub, was wir dann schicken können. Okay, ich würde sagen, wir werden uns das jetzt nochmal auf jeden Fall aufsparen und bei der nächsten Folge dann den Krieg erklären. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht gibt es bald einen Krieg gegen Asien, Leute. Zum ersten Mal. Wir expandieren wir hier auch nach Osten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar mit Belgien.